Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Talk mit. Mein Name ist Andi Wolf und es freut mich sehr, dass wir heute mit dem Goran Perkovac, dem neuen Trainer vom HC Kriens Luzern, reden dürfen. Goran, HCK neu am Start. Warum das? Wegen der Route. Ich habe hier angefangen und irgendwann möchte ich auch hier meine Karriere abschließen. Noch 6-7 Jahre, hoffentlich. Und dann sehen wir, ja, ich werde etwas weiterverfolgen. Oder die Idee, die Kriens hat, mal irgendwann mal Schweizermeister werden, möchte ich auch mitmachen. Ganz back to the roots geht es halt nicht auf, oder? Weil Borba sind deine Wurzeln. Borba gibt es noch, aber hat natürlich eine schwere Zeit hinter sich. Der HCK hat sich inzwischen positioniert und ist das Aushängeschild im Handballsport in der Zentralschweiz. Was macht der HCK aus? HCK ist ein gut geführter Verein. Hat auch viele Anhänger. Und Sie und ich, Christen, macht das wirklich gut. Seit Jahren hat er einen stabilen Verein entwickelt. Seit die letzten 10 Jahre, glaube ich, dabei ist und immer besser wird. Und jetzt ist langsam Zeit, um den Verein wirklich ganz nach vorne zu bringen. Du hast in deinem ersten grossen Interview in der Neuen Luzerner Zeitung relativ klar den Tarif angegeben, bevor du an und für sich angefangen hast als Trainer. Also muss man mit einer grossen Erwartungshaltung an eine neue Saison oder mit einem grossen Schaffen? Das ist immer so. Wenn der Goran irgendwo ist, dann wollen alle alles gewinnen. Und das ist nicht so einfach. Natürlich wollte ich mit HC Kriens Meister werden und den Cup vielleicht gewinnen. Im ersten Jahr wird das schwierig, aber ich schätze mal, zweite und dritte Jahr ist es sicher möglich. Und ich probiere natürlich im ersten Jahr schon alles Mögliche zu gewinnen, aber das wird nicht einfach, weil es gibt Umbruch in der Mannschaft, es gibt neue Trainer und bis das alles zusammenpasst, braucht es halt eine Zeit. Was zeichnet dich als Trainer aus? Weil wenn man auf dem Papier schaut, muss man sagen, machst du voll richtig, oder? Erfolgreich geschafft. Als Trainer unterwegs war beim TV Sur, vor die Winterthur Kadetten da in der Schweiz, danach aber weiter auch in Deutschland, griechisch Nazi, Schweizer Nazi. Also was ist dein USP? Ich bin so wie Spieler und jetzt auch als Trainer. Ich bin kompromisslos. Ich habe mein Ziel und ziehe einfach in der Richtung und probiere Mannschaft mitzureissen und die Idee zu verwirklichen, dass man mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Fleiß könnte vieles erreichen. Und das gelingt mich wahrscheinlich oft, weil das habe ich schon ein paar Mal bewiesen. Und ich werde das auch in Kriens versuchen, weil die Mannschaft hat ein gewisses Potenzial und die Mannschaft könnte noch etwas in diesem Jahr bewegen. Ich probiere das mit letzter Energie zu schaffen und ich gebe immer Gas. Aber kann man die Mannschaft auch überfordern, wenn man so auf Sieg getrimmt ist wie du? Das ist möglich, dass die ein oder andere auf der Strecke bleibt. Aber grob von der Mannschaft wird sicher gut richtig laufen. Und der HCK, wenn man ihn anschaut, macht ja voll richtig und trotzdem eine grosse Kuh eben fehlt bis jetzt. Was ist es denn, was fehlt? Also wo willst du können ansetzen? Der letzte Überzeugung. Und deswegen haben sie mich wahrscheinlich auch geholt. Die Mannschaft muss selber an so etwas glauben. Der Trainer muss den Glauben weitervermitteln. Und ich bin einer, der das unbedingt weitervermitteln will. Ich hoffe, dass sie das schaffen, auch mit Vereinsleitung. Dass die dann irgendwann mal wirklich glauben, ja, das ist möglich, das machen wir. Als Spieler extrem erfolgreich, alle voran natürlich Olympiasieger mit Kroatien in Atlanta im 96. Wie hat sich der Handballsport verändert gegenüber deiner Aktivzeit? Handball ist viel schneller geworden. In meiner Zeit hast du pro Spiel etwa 30 Angriffe gehabt, jetzt hast du 60 bis 70 Angriffe. Das heisst, es ist schon noch anders geworden. Aber eigentlich spielerisch hat sich nicht irgendwas gross verändert. Gute Spieler sind gute Spieler und die weniger guten müssen noch viel arbeiten. Aber Regeln haben unsere Sportart schon ein bisschen verändert. Wenn ich den Fall auf den Rechner anfange, 30 Angriffe früher, jetzt 60. Du hast 2637 Goal geschossen in 359 Spielen und bist da der Leader in der Swiss Handball League. Also in dem Fall wird das ewig so bleiben. Oder hat man jetzt durch das, was man mehr Angriff hat, die Möglichkeit, auch wieder mehr Goal zu schießen? Die Möglichkeit hat man, aber ich glaube, der Rekord wird sehr schwer aufzuholen. Weil dann müsstest du etwa 8 oder 9 Goal im Durchschnitt schießen und das ist schon noch nicht einfach. Ich glaube, mit den Regeln von heute hätte ich wahrscheinlich noch mehr Goal geschossen und es wäre noch schwieriger aufzuholen. Aber das ist auch nicht wichtig. Es wäre schön, wenn jemand das aufholt, aber ich glaube es nicht. Kommt dir das gut, was du eben noch weißt, ja, wie man erfolgreich auf dem Platz steht als Trainer? Es kommt dir alles zu gut, wenn du irgendwas vermitteln kannst. Das ist so wie ein Lehrer, wenn er sehr viel weiß, aber kann nicht übermitteln auf seine Schüler, bringt das nichts. Und ich versuche das weiter zu vermitteln. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich sehr, sehr glücklich.
Der Schweizer Handball, wenn man es ein bisschen allgemein anschaut, hat schon bessere Zeiten gehabt, da sind wir uns, glaube ich, einig. Nicht zuletzt in Atlanta sind sie ja immer ins Diplom gehalten, wenn ich mich zurückerinnere. Jetzt, warum kommen wir nicht auf Touren? Es ist gerade die Nationalmannschaft im Zug gescheitert, gegen Norwegen, klar Vize-Weltmeister, aber trotzdem halt wieder nicht an der WM dabei. Ich glaube, unsere Schweizer Spieler sind nicht bereit, so wie die anderen zu leiden. Weil die haben ja viel zu bequem das Leben in der Schweiz. Die haben so gut wie keine Konkurrenz, die Nationalspieler, verdienen gutes Geld. Und wenige von denen entscheiden sich auch ins Ausland zu kommen, weil es lohnt sich einfach nicht. Wir müssen die Spieler unbedingt ins Ausland schicken, dass sie mal sehen, wie hart das eigentlich ist, um richtig Geld zu verdienen und richtig Spitzensport zu treiben. Und das hat Österreich bewiesen. Mit 7-8 Profis in der Bundesliga haben sie dann Anschluss geschafft und jetzt sind regelmäßig dabei. Unsere Spieler müssten noch mehr trainieren, noch härter trainieren und noch mehr internationale Einsätze haben. Das ist natürlich Voraussetzung, um besser zu werden. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft von heute hat das erste Mal seit letzten 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht, physische Voraussetzungen, um mitzumachen. Ja, wenn wir in Norwegen geschlagen, muss man auch sagen, also daheim, aber eben auswärts. Ja, das ist auch gegen Deutschland mal Freundschaftsspiel knapp gespielt. Und die haben Voraussetzungen. Die Frage ist jetzt, ob sie das schaffen können oder nicht. Es ist sicher leichter jetzt, weil jetzt haben wir 24 Mannschaften an der EM. Das Feld wird breiter und das wird einfacher. Schweizer Handball gleich anders mit. Unterschreibst du das? Nein. Ist er breiter als das nur ja fürs Zeichen der Superstar? Viel breiter. Ich will sogar behaupten, in Deutschland spielt. Trotzdem, dass der Andi wirklich ein Superstar ist und ein enorm guter Handball ist. Der Andi in der Nationalmannschaft und Andi in der Bundesliga, das sind zwei andere Persönlichkeiten. Ja, der andere Mitspieler. Weil er hat viel bessere Mannschaft um sich herum und da kann er wirklich aufblühen. In der Nationalmannschaft ist er zum Teil auch überfordert, weil er alleine oder er ist auf sich aufgestellt und das ist schwierig. Guter Goalie haben wir jetzt immerhin gehabt gegen Norwegen im Rückspiel. Genau, der Portner ist auch einer, der jetzt kommt und den müssen wir unbedingt behalten, weil es könnte sein, dass er irgendwann Lust verliert und zu den anderen Nationen geht, was eigentlich ein grosses Problem mal darstellt. Der Andi, ich habe es ein bisschen salopp probiert zu formulieren, eben, ist ein Luzerner. Wir wollen natürlich zurück. Wie realistisch ist es, dass er gleich kommt? Das ist sehr realistisch, ja. Spätestens in 2 Jahren, dass er mal auf Luzern zurückkommt. Ich habe mit ihm mehrmals geredet und das will er auch. Man müsste ihn sofort bei HC Kriens irgendwo in eine Rolle integrieren, wenn er auch nicht mehr spielen wird, im Marketing oder Sportdirektor oder irgendwas in dem Bereich. Und auch in der Nationalmannschaft. Und das, glaube ich, ist Ziel von Kriens und von der SHV. Also bei der Nationalmannschaft ist er, glaube ich, schon Botschafter, also immer in der hat er ein Doppelmandat und sind wir gespannt, wenn er den Weg zurückfindet. Ich bin gespannt, was du uns sagst. 3 Karten an der Zahl. 3 Karten? Ja, zuerst mal fangen wir an mit dem Heidi. Das ist der Heidi, das ist der bekannteste Schweizer. Das erste Mal, als ich für Heidi gehört habe, als ich in die Schweiz gekommen bin, aber das ist ja lustig. Dann hätten wir da den nächsten Versuch. Da landen wir. Oh, Merlin Moreau, ja, schön. Genau. Hätte ich sie auch gerne kennengelernt. Ja, du bist halt nie Präsident von Amerika. Hast du viel erreicht, oder das nicht? Oh, das ist meine Elvis Presley. Ich war in Tupelo und habe mal besucht, das Haus, wo er geboren worden ist, glaube ich. Und ein Ausnahmekünstler. The King of Rock'n'Roll. Da haben wir den King vom Handball, wenn wir ein bisschen salopp formulieren. Musik, ja. Gehört viel, auch viel, zu, viel, nehme ich an. Nicht zuletzt auch für Motivation. Ich eigentlich die ältere Generation, die Rolling Stones und solche Sachen noch gerne hat. Das gefällt mir noch immer und ich höre das auch gerne. Bei dem Fußball weiss man in der Kabine extrem laut, damit sie nicht heiß aufs Feld gehen. Wie ist das bei euch im Handball? Bei mir war das nicht der Fall gewesen, aber wenn das Spieler gerne haben, habe ich nicht dagegen. Die Techno-Sachen und so habe ich selber nicht gerne, aber es gibt Spieler, die das gerne haben. Hast du 2 Mädchen? Kommst du nicht so in die Richtung auch viel mit über? Nein, die Ältere ist schon weg. Die ist nach Kroatien zurück. Und der Kleine ist jetzt ein anderer Typ. Sie hört das aber leislich. Nimmt zum Glück Kopfhörer. Lass den Papi und Mami so einigermaßen in Ruhe. Handball dominiert dein Leben, klar. Das muss man sicherlich auch. Gibt es aber trotzdem noch etwas nebenbei, das wie so ein Ventil ist? Ich bin an allem interessiert. Ich gehe gerne an den Luga, ich gehe gerne an den Messe, überall gerne. Aber Handball ist sicher ein grösster Bestandteil. Und die ganze Familie ist befasst mit Handball. Jetzt spielt meine Tochter auch Volleyball. Jetzt schauen wir auch Volleyball oft. Sie ist auch jetzt in der Nationalmannschaft. Da verfolgen wir alle natürlich gern.
Aber ein Grossteil von meiner Zeit ist schon Handball. Aber du bist ein bisschen unterwegs als Handballtrainer, jetzt eben zurückgekommen auf Luzern und trotzdem von Luzern ausgegangen. Was bedeutet dir diese Stadt? Der Luzern ist für mich Nummer eins in der ganzen Welt. Ich gehe überall gerne, aber komme immer wieder gerne zurück auf Luzern. Das habe ich auch jetzt gemerkt, als ich in Deutschland war. Mhm. Jedes Mal, als ich zwei, drei Tage frei hatte, bin ich auf Luzern zurück und auch auf den Schweizerhof. Terrasse, zwei, drei Stunden verbracht und ich habe das wirklich genossen. Und ich habe gesagt, nein, das ist wirklich ein riesen Unterschied. Luzern ist wirklich eine Weltstadt. Im September geht es los mit der Meisterschaft, mit dem HC Queens Luzern. Was für Ziele, Ambitionen hast du da mit der Mannschaft vor? Als erstes Ziel habe ich, dass wir in die Finalrunde kommen. Mhm. Das ist ja klar Schritt für Schritt. Ja. Und nachher Playoff. Es wäre natürlich schön, wenn wir in die Playoff wiederkommen unter den ersten vier. Und dann ist alles möglich. Dann weiß man nicht, was da rauskommt. Ich glaube, die Mannschaft hat Potenzial. Hoffentlich bleiben wir auch gesund alle bis am Schluss. Oder viele Spieler bleiben gesund, dass wir da können wirklich das Potenzial, das wir können, ausschöpfen. Und wenn das so ist, haben wir eine ganz gute Chance, etwas zu bewegen. Der FC Luzern ist extrem dominant da in der Region. Ist auch immer ein Thema. Was muss der HCK Luzern machen, damit ihr auch präsenter sind? Der FC Luzern schadet uns gar nicht. Das FC Luzern, ich glaube immer, das ist gut, wenn wir so einen starken Fußballverein haben und wenn die Leute sich interessieren am Sport. HCK muss einiges machen. Wir müssen auch bekanntere Spieler holen, teurere Spieler holen. Das heisst, die Image-Träger sind, die Vorbilder sind. Wir müssen auch Sponsoring breiter abstützen und noch größere Sponsoren finden. Wir müssen auch nochmal die Euphorie auslösen, wo das mal war, wo ich selber bei Borbach gespielt habe. Wenn das mal kommt, dann haben wir eine ganz gute Ausgangslage. Also, dann wünsche ich mir toi, toi, toi. Ich bin gespannt, was ihr da mit dem HC Kriens Luzern werden drücken. Zum Schluss noch mein First Time. Das erste verdiente Geld. Kannst du dich da noch zurückerinnern? Ja, kann ich mich gut zurückerinnern. Mit etwa 16 habe ich schon angefangen, langsam Geld zu verdienen im Handball. Und das war ganz, ganz spannend, weil ich nicht müssen Geld vom Vater verlangen. Das ist schön. Dann das erste Konzert, das du besucht hast. Das erste Konzert war in Kroatien, Prlja Vukasa, der schmutzige Theater, heisst die Rockband. Das sind die Sänger und die Musiker, die meine ganze Jugend prägt haben. Und schlussendlich, meine, das muss ein bisschen sein, der erste Kuss, das interessiert. Ich bin mit meiner Frau so lange zusammen, wir sind ab 15, ich glaube, als wir 15 Jahre alt waren, haben wir schon angefangen zusammen zu sein und es ist eine wunderschöne Zeit und bis heute dauert das noch. Also, du hast das andere verdrängt, nehme ich jetzt mal an. Gott ist ja gar nicht da. Aber was ich habe, ist noch ein Gästebuch. Goran, ich wünsche dir, deine Familie und natürlich HC Kriens Luzern alles Gute. Du hast einen guten Start im September. Danke, gleichfalls. Ich hoffe, dass du mitkommst. Ja, nicht gerade das Auswärtsspiel, aber ab und zu in die Klauerhalle. Und dann hoffentlich mal in die Neuhalle, wenn sie dann kommen. Ja. Ich bin und bleibe Andi Wolf. Danke mal fürs Zuhören, Zuschauen. Uns kann man natürlich folgen auf Instagram oder auf Facebook und das Ganze anschauen auf YouTube. Gute Zeit, machen Sie es gut. Alle miteinander.